Mit Ark Genesis 2 sind viele neue Strukturen und auch Waffen ins Spiel gekommen und so auch das Netzprojektil. Und das Netzprojektil ist so verdammt krass, es beeinflusst das gesamte Spiel. Und wie es das macht, das schauen wir uns heute mal an. Moin, mein Name ist Nico der Profi, hier auf dem Kanal drehte ich alles rund um Ark und hier wird der Genesis 2 Content rausgeballert. Hast du da Bock drauf, lass ein Abo da und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Netzprojektil. Was macht es denn so besonders, beziehungsweise was kann es eigentlich? Das Netzprojektil kann ab Stufe 43, also das Netzprojektil kann ab Stufe 43 gelernt werden auf Genesis 2 und damit könnt ihr zusammen mit der Harpunenschleuder eben so ein riesiges Netz verschießen, was Dinos trappen kann. Und es ist unglaublich, wie viele Dinos es trappen kann, darauf gehen wir gleich nochmal ein, wir machen ein paar Beispiele. Jedenfalls ist jeder Dino für 60 Sekunden getrappt, danach gibt es eine Abklingzeit von 10 Sekunden, das heißt der Dino kann wieder aufstehen, 10 Sekunden lang kann man ihn dann nicht mehr damit abschießen und dann geht's wieder. Wenn es getamte Dinos sind, ja, dann bleibt er auch 60 Sekunden lang liegen. Er kann nicht mehr irgendwie geritten werden oder sonst irgendwas. Man kann ihn halt dann mit einer Metallaxt, einem Schwert, einer Pike oder einem Tech-Schwert befreien, indem man dreimal draufschlägt, dann ist das Netz auch kaputt. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber vermutlich wird man auch berittene Kreaturen damit abschießen können. Dann ist halt der Spieler dann davon dismounted sozusagen und kann das Tier einfach nicht mehr reiten. Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Ja, und im Prinzip heißt das, dass man bei ganz, ganz vielen Kreaturen, weil die Liste, die damit genetzt werden kann, ist sowas von dermaßen lang, dass man braucht keine Taming Bins mehr. Man kann im Multiplayer gemeinsam einfach Tiere abschießen, zusammen draufballern mit der Flinte, dann sind die Tiere ganz, ganz schnell betäubt. Das ist mega krass. Und wenn wir uns jetzt mal gleich die Liste der Tiere angucken, beziehungsweise hier was ausprobieren, was man damit alles netzen kann, dann werdet ihr auch sehen, dass die Hard Ice Cave vermutlich sehr, sehr einfach auf einmal wird. Ich spawne mir jetzt immer Kreaturen rein, ich bin im GCM, wir netzen die dann immer, beziehungsweise ich zeige euch, welche Kreatur man netzen kann. Die Liste verlinke ich nochmal unten und wir fangen mal mit dem Bari an. Der Bari ist besonders, ja, interessant, weil man ihn nicht mehr bodern kann. Das wurde rausgepatcht, dass er gebodert werden kann. Wir spawnen uns mal rein, da ist er direkt vor uns. Und wichtig, ihr seht jetzt auch das grüne Fadenkreuz, beziehungsweise das Fadenkreuz wird grün, wenn wir auf den Bari ziehen. Und grün bedeutet immer, ja, wir können das Tier eben damit netzen. Rot entsprechend geht nicht, gelb, wir müssen noch ein bisschen warten, quasi ein Ampelsystem. Ja, und das ist, ich glaube, das mit dem Nacken ist nicht so gesund, das ist halt unglaublich krass, ne, dass man zum Beispiel den Bari jetzt netzen kann, weil das vorher halt eben nicht mehr ging. Und diese Entscheidung wird damit komplett ausgehebelt, crazy. Wir gehen direkt mal eine Stufe hoch und zwar spawnen wir uns jetzt mal einen Mana rein. Wir haben mal Kreaturen ausgesucht, die vor allem auch im PvP interessant sein könnten. Mana spawnen wir jetzt mal rein, ist hier über uns, wir müssen kurz warten, bis er sich ein bisschen beruhigt und dann zu uns kommt irgendwann. Da ist es soweit. Ja, und was soll ich sagen, auch ein Mana kann man damit netzen einfach und das ist unglaublich krass, weil gerade die Viecher, ich habe mir nicht eingezähmt, aber die sollen extrem nervig gewesen sein auf Extinction, die überhaupt zu zähmen mit dem Netzprojektil so easy auf einmal, so verdammt easy. Und natürlich, ne, mal eine kurze Sache. Der Mana ist schon relativ groß. Alles, was da drunter ist, sozusagen, ja, das kann auch genetzt werden. Megatherium, Terrazino, Bären, Eisbär, Polovia, ja, deswegen Hard Ice Cave kann super easy sein, wenn man davon genug Munition dabei hat. Weil du die im Prinzip alle netzen kannst und tötest die dann einfach. Klar, die sind alle High Level, aber wenn du dann irgendwie noch einen krassen Dino dabei hast, dann frisst du die einfach auf und die können gar nichts machen. Mache ich, glaube ich, nochmal ein Video zu. Habe ich richtig Bock drauf. Ist eine geile Sache. Wir machen mal weiter mit einer Kreatur, wo ich auch dachte, buh, krass, dass das geht. Der Allosaurus, den war auch, ist auch grün. Können wir auch netzen. Das ist so bescheuert einfach, dass das funktioniert. Aber es wird noch besser. Es wird wirklich noch besser. Es hört nicht auf einfach. Wer kennt's nicht? Man will die Bosse auf The Island machen und es fehlt noch ein Yuti dafür und die sind nervig, die zu zähmen. Tja, was soll ich euch sagen? Wir haben Yuti vor uns, es ist grün und er liegt. Und dann kann man ihn betäuben. Das ist sonst einfach nur nervig, ihn zu zähmen, irgendwie in eine Falle reinkriegen. Er fiert einen die ganze Zeit weg. Easy, einfach umgenetzt. Einfach so, aus dem Nichts, er kann gar nichts machen. Und dann liegt er hier 60 Sekunden. Und in der Zeit kannst du ja immer noch eine Falle oben drüber bauen, wenn er dir zu schnell wieder aufsteht oder dich nervt. Und dann ist er auch getrappt. Das ist so, boah, krass. Aber ein Landdino habe ich noch für euch. Schaut euch das an. Alpha Kano. Einfach genetzt. Einfach 60 Sekunden lang auf dem Boden. Er macht keinen Damage, kein gar nichts. Was geht ab?
Und jetzt zieht man sich mal rein, dass man das macht. Man hat vielleicht noch eine R-Kreatur dabei, die ja 15 mal mehr EP kriegen soll, wenn sie einen Alpha killt. Und du netzt einfach einen Alpha. Und der macht nichts mehr. Nix. Keine Probleme mehr, den irgendwie zu legen. Du kannst da mit deinem Level 1 AG gefühlt hingehen und den aufpicken. Das ist so bescheuert. Übrigens, wenn ich sage, das ist so bescheuert, ich finde das gut. Aber ich kann es immer noch nicht glauben. Je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto bescheuerter oder desto krasser ist es eigentlich, was alles funktioniert. Lass uns mal mit den Flugtieren bzw. Flugdinos weitermachen. Argentavis. Mega nervig zu zähmen. Also es geht, aber ist schon auch ein bisschen nervig. Braucht man ein bisschen Glück vielleicht. Muss man ganz gut treffen. Muss man irgendwo trappen, sonst haut er ab. Aber schaut euch einfach mal das an. Das war's. Das war's. Flinte raus. Zack, Peng. Hat er sogar, ich glaube, der hat sogar einen Headshot-Multiplayer, oder? Ne, hat er nicht, aber ja, zieht euch das rein. Ihr könnt ja sogar den Headshot-Multiplayer jedes Mal mitnehmen, weil, ja, es ist ja, ihr müsst ja nicht mal mehr zielen. Ihr geht einfach nur zum Kopf hin und sagt, oh, ich nehme das Ding jetzt mit. Das ist so unfassbar geil einfach. Man kann ja trotzdem noch eine Trap rüberbauen, ne? Man kann ja jetzt auch mit der Lupe gucken, wie viel Torpor hat er und so, weil irgendwann fängt er an abzuhauen. Man hat ja diese 10 Sekunden Zeit, aber selbst 10 Sekunden, das ist so verdammt wenig, da kann man so easy hinterher rennen. Was ist hier los? Ist er wieder aufgestanden oder ist er betäubt oder was ist hier los? Nee, jetzt ist er, jetzt, okay. Das Netz war noch kurz ein bisschen buggy. Jetzt haben wir einmal kurz die Situation, dass er da ist. So, jetzt seht ihr es, jetzt ist halt gelb, ich kann nichts machen. Jetzt ist es grün, ich kann was machen. Und dann kann man eben wieder easy zähmen. Und das geht ja sogar solo super, super leicht. Und selbst hier, sonst stellst du hier einfach noch ein paar Steintorbögen rauf oder, keine Ahnung, ein paar Türrahmen oder was weiß ich. Traps sind einfach komplett des Todes. Richtig, richtig nice. Das heißt für euch natürlich auch, Tapejara und Petri funktionieren auch, aber es wird noch besser, wirklich, Leute. Ich habe mich ja gefragt, was halt so richtig, richtig krass wäre, wenn das funktionieren würde. Und da bin ich auf die Idee gekommen. Es wäre richtig, richtig krass, wenn man einfach einen Griffin netzen könnte. Und wisst ihr was? Man kann einfach einen Griffin netzen. Einfach so. Einfach so. Griffin auch. Eigentlich eine nervige Zähmung. Einfach ein Netz. Und ich zeige das nochmal kurz. Es sind 180 Fasern, 12 Metallbarren und 4 Polymer. Das ist günstiger als alles andere, was ihr an Taming-Bins bauen könnt. Das ist so geil eigentlich. Aber auch so OP gleichzeitig. Ja, und da hat mich mein Chat gestern drauf gebracht. Dann wisst ihr, was noch funktioniert bei den Flugtieren. Einfach ein Quetz. Einfach ein Quetz. Ein Quetz. Mit die nervigste Zähmung, wenn man solo ist im Spiel. Ist nervig. Sogar zu zweit ist es nervig, weil er immer noch im Wasser landen kann. Ihr könnt euch einfach jetzt an euren AG ranhängen mit dem Enterhaken. Pfeift ihn da hinterher. Und ballert ihn einfach mit der Harpune aus der Luft. Und was ihr dann macht, weil der braucht ja ein bisschen Torpor, dann haut ihr hier einfach ein paar Steinbögen rauf, macht Tore hinten und vorne rein, damit er auf gar keinen Fall raus kann. Man weiß ja nie bei Ark. Und dann ballert ihr den schön weg. Und dann habt ihr einen Quetz. Wie geil ist das denn? Aber einen, Leute. Einen habe ich noch im Köcher. Und zwar den hier. Gut. Scheint buggy zu sein. Eigentlich funktioniert. Er ist getrappt. Er fliegt noch. Er greift nicht mehr an. Wir versuchen es gleich nochmal. Das ist ein Alpha Crystal Wyvern. So viel kann ich schon mal sagen. Crystal Wyvern funktionieren auch. Ich habe nochmal einen angeschossen. Scheint buggy zu sein. Dann nehmen wir mal einen normalen. Der müsste eigentlich funktionieren. Ja, funktioniert auch. Wunderbar. Dann ist der Alpha nur verbuggt. Ihr seht ja, dass das Netz herangeht. Und der sollte dann eigentlich auch nichts mehr machen können. Steht auch auf der Liste mit drauf, aber das ist halt eben auch krass, ne? Normale Wyvern gehen nicht, aber Crystal Wyvern kann man eben auch hier trappen. Ja, jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Was haltet ihr davon, dass das alles funktioniert? Das ist völlig bescheuert und verändert so viel in dem Spiel einfach. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.